Liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer, liebe Freunde dieses Videoblogs. Nach vielen Monaten möchte ich heute einmal wieder einen Film einstellen. Und zwar einen Film über Johannes Reuchlin. Sie sehen hier eine Postkarte aus dem Jahr 1907, zeigend die Figur Reuchlins auf dem großen Luther- oder Reformationsdenkmal, wie es auch heißt, in Worms. Ein Nachguss dieser Figur steht seit 1995 bei der Schlosskirche in Pforzheim. Heute ist der 500. Todestag dieses aus Pforzheim stammenden Juristen und Humanisten, der viel bewirkt hat, auch wenn es vielleicht ihm in seiner Zeit gar nicht so bewusst war. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite war er durchaus stolz über seine Errungenschaften, die er hatte. Vor allen Dingen die Bewahrung des Hebräischen, die Überführung in den christlichen Glaubens- und Sprachraum, das war ihm eine wichtige Leistung, genauso wie das Griechische. Ich lese hier aus einer Ausgabe, einer deutschen Ausgabe, der Briefwechsel von Johannes Reuchlin. Die Übersetzung hat der leider schon verstorbene Georg Burkhardt gemacht. Erschienen ist das Ganze im Vormann-Holzburg-Verlag in Stuttgart-Bad Cannstatt, dieser letzte Band der vier Bände vor 11 Jahren, 2011. Dieser letzte Brief, den ich vorlesen möchte, richtet sich an Michael Hummelberger. Michael Hummelberger war eine Generation jünger als Johannes Reuchlin. Er war 1487 in Ravensburg geboren und starb 1527. Er war Gräzist, also hatte sich im Studium des Griechischen und der Antike verschrieben. Er hatte 1514 bis 17 das kanonische Recht in Rom studiert, sich 1518 zum Priester in Konstanz weihen lassen und lebte seither als Kaplan in Ravensburg an St. Michael. Und seine Arbeit über die griechische Grammatik wurde 1532 posthum von seinem Freund Beatus Renanus herausgegeben. Der letzte von Reuchlin erhaltene Brief, es wird sicherlich noch welche danach gegeben haben, stand in Tübingen am 20. Februar 1522. Am 30. Juni 1522 starb Johannes Reuchlin in Stuttgart, dem Ort, in dem er schon über 40 Jahren seinen Lebensschwerpunkt gehabt hatte. Hören wir den Brief. Johannes Reuchlin aus Pforzheim, Doktor der Rechte, grüßt Michael Hummelberger aus Ravensburg herzlich. Ohne weiteres werde ich euch, so beredsamer Hummelberger, verzeihen, dass ihr eure Pflicht, an mich zu schreiben, eine Zeit lang nicht erfüllt habt, wenn nicht nur eurerseits meine Nachlässigkeit euch gegenüber mit Gleichmut hinnehmt. Ah, schon wieder versprochen. Johannes Reuchlin aus Pforzheim, Doktor der Rechte, grüßt Michael Hummelberger aus Ravensburg herzlich. Ohne weiteres werde ich euch, so beratsamer Hummelberger, verzeihen, dass ihr eure Pflicht, an mich zu schreiben, eine Zeit lang nicht erfüllt habt, wenn ihr nur eurerseits meine Nachlässigkeit euch gegenüber mit Gleichmut hinnehmt. Wir leben abseits der vielbegangenen Pfade, sehr selten haben wir eher durch Zufall Briefträger, aber warum unterhalten wir uns mit Hilfe von stummen Vermittlern? Kommt irgendwann zu mir und bleibt wenigstens eine kurze Zeit hier, dann werdet ihr mich hören, wie ich gleichsam aus einem allerheiligsten Raum göttliche Orakelsprüche hervorhole. Ihr werdet als Doktor unter Doktoren sitzen, die mich als ihren Lehrer der heiligen Sprachen hören, nicht nur unter Professoren der Theologie, sondern auch vorzüglichen Juristen und Lehrstuhlinhabern der Kanonistik. Ich habe jetzt in beiden Sprachen Grammatiken durchgenommen, die griechische von Chrysoloras, die hebräische von Mose Kimchi und es ist festgelegt worden, dass beide Sprachen in beiden Bursen der Artistenfakultät auch regelmäßig geübt werden, weil täglich neue Anfänger dazukommen. Ich aber werde, so Gott will, am 13. März anfangen, über die geschmackvollsten Redner in jeder der beiden Sprachen zu lesen. In der Griechisch-Vorlesung über Xenophons Tyrannikos, in der Hebräisch-Vorlesung über Salomo, den König der Juden. Beide Autoren haben dasselbe Ziel, nämlich die Nichtigkeit des menschlichen Daseins aufzuzeigen, der eine, weil nach Gott alles nichtig sei, der andere, weil diese schreckliche Herrschsucht ganz nichtig sei.
Unsere Universität hat meinen Hebräischhörern, indem sie das Geld zur Verfügung stellte oder richtiger lieh, 100 jüdische Bibeln beschafft, die uns aus Venedig gebracht wurden, und wir haben 150 Xenophon-Ausgaben. Alle diese Bücher können für ganz wenig Geld erworben werden. Außerdem gibt es bei uns gewandte Lateinprofessoren, den Dichter Johannes Alexander Brassicanus, einen nützlichen Lehrer und andere, die nicht gering zu schätzen sind. Wir werden, jeder einzelne von uns, die Grundlagen für eine neue Zukunft legen. Die Wahrheit wird über der Erde aufgehen. Und wenn die Schatten vertrieben sind, wird das Licht heller strahlen, das nun schon 400 Jahre von der scholastischen Verderbnis verdunkelt worden ist. Auch ich selbst, ein alter Mann, werde wachsam sein. Gott, komme mir zu Hilfe. Alles Gute, viel Glück, Michael. Euer Name bedeutet ja, wer ist wie Gott? Tübingen zur Nacht, als mich der Schlaf schon nach dem Bett verlangen ließ, 22. Februar 1522. Das Licht wird leuchten. Das heißt, Wissen eröffnet die Welt, erhält die Welt mit dem göttlichen Licht, so sah es Johannes Reuchlin vor 500 Jahren.